Ich denke, wir sind an den richtigen Ort gekommen. Landfahrer wissen es, wie man feiert. Das bringt die Stadt mit sich. Kurz leben. Im Mittelreich hatte ich immer ein wenig das Gefühl, mich zurückhalten zu müssen, um niemanden zu verstören. Ja, die Mittelreicher sind ein interessantes Volk. Einerseits so verklemmt, einerseits so vom Blut abgewandt, aber trotzdem führen sie Schlachten, die wir vielleicht verloren hätten. Das ist wahr. Sie haben mutig an unserer Seite gekämpft. Ein beeindruckendes Volk. Im Herzen des Kontinents. Ja, und immer da, wo die Scheiße passiert. Dafür haben wir alle ein gewisses Talent. Aber warum habt ihr eure Säbel mitgebracht? Weil ich für euch tanzen möchte. Aber kommt. Lasst uns erstmal setzen und einen Schluck Wein trinken. Zulamin sucht sich einen Divan oder sowas und lässt sich da in lasziver Pose drauf nieder. Und schenkt sich und Rafim jenen Becher Wein ein. Beziehungsweise Tarf in dem Fall. Da ist eine Sache. Es geht darum, was du heute zu der Stadtwache gesagt hast. Ja. Dass ich dir gehöre und er deswegen Ja. seine Pfoten von mir lassen soll. Das habe ich. Zulamin betrachtet nachdenklich seine Miene. Diese Besitzgeschichte ist ein erotisches Phantasma, für das ich nicht ganz unempfänglich bin. Es hat mir gefallen, als du mich in Jasir Rabat hochgehoben hast und den Trollzackern erklärt hast, dass sie mich beschützen sollen, weil ich dir gehöre. Aber ich muss sicher sein, dass du weißt, dass das nicht die Wahrheit ist. Ich gehöre dir nicht. Wisst ihr, warum ich euch so interessant finde? Weil ihr seid wie diese Stadt. So gefährlich, so wunderschön. Trotzdem könnte sie niemals einen Mann, eine Frau unterwerfen. Ein lebendes Gebilde. Jeder von uns versucht, so hoch zu steigen, wie wir können. Irgendwann wird der Silberberg uns abwerfen und wir werden an seinem Grunde zerschellen. Heißt aber Ja. nicht, dass der Weg dahin es nicht wert war. Ja. Wenn ihr Der so einfach wärt wie Jalans Frau, dann Oh, seid wie der bitte. Panther von Gor. Seid eine würdige Jagd, wenn ihr mir den Ausdruck erlaubt. Ich erlaube es. Und auch ich habe gute Gründe dafür, wieso ich gerade euch die wahre Macht der Raja Ushtana zeigen möchte. Nicht viele würden das verstehen oder zu schätzen wissen. Jetzt macht ihr mich natürlich gespannt. Zulamin nimmt noch einen Schluck von dem Wein und steht dann auf. Legt dieses dünne Seidendingens ab, das sie noch anhatte, und tritt vor Rafim. Knie nieder, um den Segen der roten Schwester zu empfangen. Ja, und dabei hatte ich geschworen, nur noch vor Kor zu knien, während er auf die Knie sinkt. Zulamin schließt fest die Hände um Rafims Schädel, gräbt auch die Fingernägel ein wenig in das Fleisch und möchte Rajas Begehren auf ihn sprechen. Was tut Vielleicht das? würfeln wir das zuerst aus. Genau, dann können wir uns die Beschreibung dessen auch noch einmal angucken, wie es wirkt und wie viele Sternchen nötig sind oder nicht. Die Wirkung ist, diese Liturgie lässt die Raja-Geweihte als das zugleich begehrenswerteste und ehrfurchtsgebietendste Wesen weit und breit erscheinen.
Insbesondere die körperliche Lust ist geradezu schmerzhaft spürbar. Denn ohne die explizite Erlaubnis der Geweihten kann ihr Gegenüber sich ihr nur schwer entziehen oder sogar nähern. Man kann sich dem widersetzen mit einer Selbstbeherrschungsprobe LKP Stern plus 10. Denn ich spreche das Ganze auf Grad 4. Wofür man sein Karma halt so ausgibt. Ja, ne? Hey, mein verdecktes Ziel ist es, alle meine Raja-Liturgien irgendwann mal rauszuhauen. Insofern. Kommt die 15er Erleichterung, ist hier gekommen. Ja, gehen wir mal durch. Okay, das ist keine Notlage, das ist kein göttlicher Auftrag. Der eigenen Gottheit geweiht. Tempel ist zweifach geweiht, ja? Das ist. Tempel ist zweifach geweiht, genau. Ist auch nicht selbstsüchtig, oder? Gehe ich nicht von aus. Nicht wirklich. Ich möchte Raphim das Wesen meiner Gottheit zeigen. Aber irgendwie ist der Sinn der Liturgie. Ja. Also minus 3 für den Ort. Dann, wir haben Travia, das gibt eher keine Erleichterung. Aber auch keine Ersparnis. Da können wir froh sein. Dann ordnen das Weltgeschehen. Nein, nein, nein. Altbrecher, Frevler, Minderpakt, Seelenpakt, Nein. Grad 4 gibt noch eine plus 6. Das heißt, es ist eine Ersparnis plus 3 insgesamt. Ich schippe die 20. Schade, ich dachte, eine 20er Schwern, das könnte ich vielleicht sogar packen. 28. Ja, obwohl Raphim sich darauf eingelassen hat, möchte ich trotzdem sehen, ob er das schaffen würde. Muss enttäuschen. Also packst du nicht? Nein, pack ihn nicht. Mag kein 28er Schwert ist. Ach, ich bin sicher, du hast trotzdem Spaß. Gut, nachdem wir das haben, dann schauen wir mal weiter. Also, Sulamin schließt die Hände fest um Raphims Schädel und legt ihre Stirn an seine. Wie ein herabstoßender Falke fuhr die Raja Ushtama unter ihre Feinde. Und durchbohrte sie mit ihrem gewaltigen Speer. Schneller und schneller drehte sie sich in tödlichem Tanze. Blut benetzte ihren bebenden Körper und färbte ihre Schleier rot. So vollendete sie voller Lust ihr Werk, als das Meer der Kämpfenden sich teilte und jener, der lachend über das Schlachtfeld schreite, zu ihr kam. Ungestüm fiel sie über ihn her, erregt von der Hitze des Kampfes. Und sie vereinten sich. Wie im Rausch wälzten sie sich auf dem Schlachtfeld, bis die Knochen unter ihren Körpern zu Staub zermahlen waren. Tja, dann lässt Sulamin Raphim in dieser Pose zurück, lächelt ihn herausfordernd an und greift nach ihren Säbeln. Sie entfernt sich ein Stück von ihm und macht sich mit ausgestreckter Klinge eine Tanzfläche frei. Natürlich dürfen auch alle anderen zusehen, die gerade in der Nähe sind. Sie sollen nur aus dem Weg gehen. Und dann beginnt sie einen Säbeltanz. Und zwar die Art Säbeltanz, die jemand aufführt, der auch tatsächlich zu kämpfen versteht. Also sie kämpft gegen unsichtbare Gegner. In Erinnerung an all die Gegner, die sie und Raphim gemeinsam bekämpft haben. Und naja, zwischendurch nähert sie sich Raphim an und entfernt sich wieder. Sie lädt ihn ein, so dass er sich ein wenig nach vorne lehnen kann und erlaubt ihm näher zu kommen und gebietet ihm dann mit einer Handbewegung wieder Einhalt. So geht das eine Weile, bis sie schließlich zur letzten Drehung ansetzt
Und zwar nimmt sie die beiden Säbel parallel und führt eine Bewegung aus, als wollte Seraphim enthaupten. Bremst dann aber gerade noch rechtzeitig ab und zieht den einen Säbel ganz leicht nur über seinen Brustmuskel, sodass ein bisschen Blut hervortritt. Ja, Raphim sitzt die ganze Zeit da und starrt einfach nur in Sulamins Richtung. Verehrung und ein klein wenig Angst. Versucht immer wieder sich zu nähern, aber kann sich gar nicht rühren. Sulamin steckt die beiden Säbel in das Waffengehänge. Also sie hat den Waffengurt vor dem Tanz wieder angelegt. Die beiden Säbel mit dem weißen und dem schwarzen Pferdekopf. Und fährt dann mit dem Finger durch das feine Blutrinnsal, das über Raphims Brust läuft. Lächelt ihm zu und malt sich damit selbst ein Zeichen auf die Haut. Dann tritt sie ganz dicht an ihn heran, umfasst wieder seinen Kopf und sagt: Es ist dir gestattet, mich zu berühren. Ich hatte euch unterschätzt. Und Raphim würde über sie herfallen. Ich denke, das ist ein passendes Ende. Ich weiß nicht, ob wir in der Nacht noch aus dem Tempel rauskommen, aber... Ich glaube, das musst du entscheiden mit 28 Punkten. Selbstbeherrschung. Jetzt weißt du, wo du deine AP hintust. Währenddessen bei Diamantis und Yalan. Ja, Yalan geht in die Abendmesse und sitzt da rum. Wie lange auch immer das dauert, also Diamantis zuerst. Ja, ich begleite Yalan durch die Straßen, führe ihn noch einmal. Er ist den zwar schon einmal gegangen, aber will in die falschen Gassen abbiegen. Und wenn wir dann am Bordell Siegfried entlang kommen, stellt sich Diamantis dort in die Seitenstraße, lehnt sich mit dem... wo genau willst du dich treffen? Im Bordell. Im Bordell wollte ich... Ach so, im Bordell, okay. Ja, dann lehnt er sich mit dem Rücken vorm Bordell gegen die Wand. Blickt dir einmal zu. Willst du schon rein? Oder wartest du hier draußen? Nun, ich werde jetzt zur Abendmesse gehen. Und dann werden der Priester und ich danach separat hier eintreffen. Gut, ja, dann halte ich mir schon das ein oder andere Ohr im Bordell offen. Ich meine, der ist nah am Hafen. Wenn sich hier irgendwelche Kapitäne rumtreiben sollten, was da eingelaufen sind, vielleicht können wir es so herausfinden. Das erscheint mir am besten. Gut, und so trennen wir uns. Okay. Ja. Dann bist du erst einmal in der... Praios-Tempel unterwegs. Du kannst den Praios-Geweihten selber nicht mehr finden. Du weißt nicht, ob er schon weg ist, ob er Dienstschluss hat oder wie auch immer das hier in Island verläuft. Zumindest findest du ihn nicht. Du wartest erstmal, bis die Zeit verstreicht. Ja, also ich suche auch nicht nach ihm, denn ich will ja keine Aufmerksamkeit auf uns, auf die Verbindung zwischen uns beiden ziehen. Wenn ich ein wenig früher hier aufkomme, werde ich tatsächlich in einer ruhigen Ecke zu Albuin beten, so leise wie möglich, dass mich keiner hört. Ja. Und mich dann ganz normal der Abendmesse anschließen, so wie alle anderen Gläubigen, die auftauchen auch. Gut. Ja, Amosh Tiljak ist auch wohl nicht hier, gibt sich nicht die Ehre, weiß nicht, ob er in seinem Büro ist oder nicht, aber gibt auf alle Fälle die Abendmesse, wird natürlich wieder gepriesen, dass Boron es erlaubt, dass Pius zu seiner Rechten richten darf und du bekommst auch so ein bisschen am Rande mit, dass die Vierteilung oder der Feuertod, was auch immer dann hier im Praios-Tempel gerichtet wird, sehr oft von der Rondra-Kirche verstreckt werden muss, soll, darf. Was auch ketzerisch, frevlerisch sein könnte. Also warum sollte die Rondra-Kirche solche Hinrichtungen dann durchführen? Aber das ist so das, was du dann am Rande mitbekommst. Der Rondra-Tempel ist wohl im Westen von hier.
währenddessen beim Bordell der Sieben Spiegel. Das ist eine Hafenabsteige, nicht die schlechteste, also der Boden klebt nicht ungefähr, aber es gibt so eine große, langgezogene Bar, man kann auch draußen sitzen, es ist so ein Grill aufgebaut, ein kleines Buffet, wo man sich dann was nehmen kann. Die Preise sind schon ganz ordentlich. Also wenn du Seemann bist mit Heuer, der lässt hier sicherlich eine ganze Menge, aber für dich ist es halt, naja, ist es halt ein Bordell. Du kannst ein paar Pärchen da sitzen, die da irgendwie um so einen Tisch sitzen, so runde Tische, immer so Vierer- oder Fünferpaare. Und einige mieten sich dann auch irgendwie Zimmer, gehen dann nach oben, nachdem sie sich so ein bisschen unterhalten haben. Ja, hast du irgendwie Blick für Kapitäne oder für das, was an der Bar passiert, das, was am Tresen, was genau willst du machen? Ja, ich gehe erstmal rein, werfe einen Blick herum, lass das auf mich wirken. Werden die Waffen hier irgendwo abgegeben oder laufen Leute hier mit Dolchen? Ja, doch, nee, du hast eine Garderobe, also wenn du reinkommst, es gibt dann auch Türsteher, die wollen aber erstmal nur kassieren und man geht dann erstmal wie automatisch irgendwie nach einem kurzen Flur gehst du erstmal nach rechts weg, da ist dann so eine Umkleide, wo du dann deine Sachen in Schränke einschließen kannst. Wenn du irgendwie andere Klamotten mitgebracht hast, kannst du die da hinhängen oder so, aber man geht erstmal davon aus, dass du unbewaffnet, auch ohne Dolche oder sowas, dann, also die lässt du dann einfach hier. Es ist keine Waffenkammer, sondern einfach nur Schränke. Ja, ich nehme einen dieser Schränke, pack meine Sachen rein, schaue nochmal, ob hier irgendwer einen Blick drauf hat, links, rechts, und dann verlasse ich diesen Waffenkammer, diese Garderobe. Garderobe, ja, keine Waffenkammer, genau. Mich drin ein wenig umzusehen. Ich werde mich irgendwo hinsetzen, vielleicht gemütlicher Punkt, vielleicht mit einer Wasserpfeife oder so und ja. Mir zwei, drei Frauen ranwinken. Ja, die kommen dann auch direkt, setzen sich dann links und rechts auf deinen Schoß und lassen sich da erstmal erzählen, was du für ein großartiger Kapitän bist, wie viele Menschen du schon mit deiner Muskete erschossen hast oder mit deiner Abalone, sie kennen die ganzen Begriffe nicht, oder ob du an der Rotze stehst, ob du, ne, also, und lassen sich da erstmal was erzählen. Gib mir mal eine Sinneschärfeprobe oder sagen. Okay, also erstmal so nur die Frauen. Erstmal so nur die Frauen. Okay, einige Betriebsamkeit, ja. Wie gesagt, viele Seemänner. Also keine Sinneschärfeprobe. Noch nicht, kommt drauf an, was du haben willst. Okay. Ach ja, und so ist die Schlacht um Port Störrebrand verlaufen. Aber sagt mal, meine Hübschen, arbeitet ja. Hier doch bestimmt schon lange, oder nicht? Naja, was heißt schon lange? Wir sparen uns ja immer für die Richtigen auf, wenn du das meinst. Aber natürlich tut ihr das. Und so viele Seemänner, wie hier sind, hatte hier doch bestimmt schon mal bekannte, berühmte Kapitäne, von denen ihr mir erzählen wollt. Klar. Aber wir sollen darüber nicht sprechen, weil Kundschaft, das bleibt ja alles hier unter uns. Also keine Sorge, wir reden doch nicht über dich. Ja, das, was wir hier besprechen, das bleibt auch unter uns. Keine Sorge, meine Hübsche. Ich will auch nicht unbedingt wissen, was für Gelüste die ganzen Kapitäne haben. Das ist mir scheißegal. Ich will nur wissen, welche momentan hier im Hafen angelaufen sind und mit welchen ich sprechen könnte. Ja, von eigentlich allen Schiffen, ne? Also, viele Schiffe sind ja mittlerweile kaputt. Es gab ja diese Seeschlacht von Frugarius. Davon haben schon ganz viele erzählt. Die waren alle total entstellt. Naja, und ein paar Piraten sind hier, ansonsten die von Zornbrecht, der hat ja auch noch ein paar Soldaten und Seeleute, aber Händler sind viele hier, vor allem aus Kunchum, mittlerweile auch wieder einige aus dem Norden. Und schon was über diesen berühmten Freibeuterkapitän Dagon Lallona gehört? Guck mich so ein bisschen entsetzt an. Dem haben wir nichts zu tun. Die eine springt sofort von deinem Knie auf und die andere bleibt erstmal sitzen, guckt dich mal weiter an. Willst du jetzt nicht ficken oder so? Ich bezahle euch eigentlich eher für eure Gesellschaft. Ihr bekommt euren vollen Lohn. Sitzt einfach mit mir hier, raucht ein wenig Wasserpfeife, redet mit mir, erzählt mir was, hört ihr meine Geschichten zu. Was auch immer, aber ficken werde ich euch nicht. Seine Galeonsfigur sind Menschen. Der hämmert sich seine erschlagenen Feinde vorne an die Galeonsfigur. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. So einen genauen Blick habe ich auf sein Schiff nicht werfen können. Also, kommt drauf an, wen man fragt. Gibt halt den einen oder anderen Piraten, der seinen Namen nur mit Furcht in den Mund nimmt. Andere sagen, er ist halt echt ein respektabler Pirat, aber... Ui, der ist schon brutal.
Und was auch immer ihr gehört habt, die Schlacht von Phrygaios, von der ihr hier sicher schon erzählt bekommen habt, ohne ihn wären die meisten Schiffe gar nicht in den Hafen von Laranfa zurückgekehrt. Also, egal was das für ein Mann ist, er versteht sein Handwerk und ist fähig. Ich würde gerne mal das ein oder andere Wort mit ihm wechseln, aber... Ich habe gehört, dass sein Schiff immer mit grünen Segeln unterwegs ist. Giftgrün. Segel. Ja. Wohl bekannteste Mythe um seinen Namen. Aber die stimmt, das ist keine Mythe. Die Segel, die konnte man sehen. Sie reibt mal so ein bisschen mit ihren Fingern an deinem Oberschenkel. Und wenn du nach unten guckst, kannst du sehen, dass sie wohl nicht gerade deinen Schwanz rausholen will, sondern vielmehr reibt sie sich so über Daumen und Finger, dass nach dem Motto, gib mal Geld. Ja, ich nehme ihre Hand, reibe sanft mit meinen Spiegen und Haut hinten zurück. Sie dann von meinen Hosenbeinen, damit ich mein Geldbeutel rausholen kann. Ja. Erzählt mir von den schaulustigsten Kapitänen oder den letzten Kapitänen mit denen ihr geschlafen habt, und jeder von euch wird diesen Tisch mit einem Goldstück verlassen. Ja, die eine ist ja wie gesagt sofort aufgesprungen, also sie sitzt jetzt gerade alleine auf deinem Schoß. Die anderen daneben interessieren sich da wohl nicht so sehr dafür, aber ja, sie erzählt dir dann von verschiedenen Kapitänen, mit denen sie geschlafen hat, irgendwelche Schiffe, die du noch nicht gehört hast, also weder den Kapitän noch den Schiff hast du gehört. Sie hat mal mit einem einbeinigen Effert-Matrosen, Effert-Geweihter sogar, aus Karupso geschlafen. Der hatte so ein Holzbein, von dem erzählt sie, das Holzbein war so ein bisschen kaputt schon und hat immer so ein bisschen gesplittert. Das war ganz unangenehm, aber ja, wirklich was Hochrangiges hatte sie noch nicht dabei. Wie viel Geld gibt's hier? Ich gebe ihr ein Goldstück, mehr kriegt sie nicht. Hm. Die erzählt dir, dass sie vermutet, dass Lolona gerade in der Stadt ist. Sie hat wohl eine Kollegin, die hat einen Bruder, und von dem der Neffe, der hat gesehen, wie Lolona zum Silberberg gegangen ist. In Ordnung, dann klatsche ich ihr auf den, gebe ich ihr einen Klaps auf den Hinter. Jetzt verschwimm mal, Mädchen, dein Gold hast du in der Tasche. Ja, währenddessen kannst du erkennen, wie Jarlan reinkommt. Ich hänge mein Schwert an den Haken in den Schrank, wie auch immer, und sehe mich nach den Pajoten um. Ja, du siehst dich um und findest niemanden außer Diamantis. Dann winke ich erst Diamantis herbei, gehe dann zum... Gibt es einen offensichtlichen Betreiber? Die Wirtin, ja, die hinter dem Tresen steht, das scheint wohl die Puffmutter zu sein. Lass uns irgendwie ein Separé geben und... Ja, dann warten wir ab. Ja, ihr seid doch der von der Beschreibung, oder? Wolltet ihr euch hier nicht mit Alrik treffen? Ja, sicher. Ja, der ist schon drin, aber seit einer halben Stunde. Er hat gesagt, er wartet auf euch und ich soll... soll euch reinlassen, zumindest von der Beschreibung. Hatte noch eben jemand anderes gefragt nach ihm. Ich dachte, das wärt ihr, aber... Ihr seht da wesentlich... Also, wollt ihr ihn separé haben? Das könnte ich euch natürlich auch abnehmen. Aber Alrik wartet schon auf euch. Sagt, wärt ihr so gut, mir zu sagen, wer gerade eben noch nach ihm gefragt hat? Ich weiß nicht, wie der hieß. Der hatte gefragt, ob... Sie setzte dann Anführungsstrichen Alrik da ist. Und ich sagte, ja, der wartet in einem Separé. Und... dachte, ihr wärt das, aber jetzt von der Beschreibung... Und ist dieser Mann danach wieder gegangen? Das weiß ich nicht, ich glaube ja. Keine Ahnung. Hab Dank, ich lasse irgendwie ein kleineres Geldstück da liegen. Ich komme auf euch zurück. Ja, wollt ihr das Separé jetzt haben oder nicht? Ja, sicher doch. Lass ich euch herrichten. Hervorragend. Ja, und dann bewege ich mich mit sehr eiligen Schritten dahin, wo Alrik angeblich sein soll. Ja, sie hat die Übles. Ja, noch bevor du die Tür geöffnet hast, kannst du sehen, wie es plitscht, als du vor der Tür stehen bleibst, und als du deinen Fuß wegziehst, kannst du sehen, wie Blut unter der Tür läuft. Verdammte Scheiße. Monterey, hatte ich euch nicht gesagt, ihr sollt die Sache auskundschaften? Der Diamante springt auf, als er gerufen wird, läuft in seine Richtung. Was passiert? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst den Laden ansehen und nicht mit den Huren da vorne rumsitzen? Dafür wäre hinterher Zeit gewesen.
Also ich habe mir den Laden, soweit ich konnte, angesehen. Was ist passiert? Ist das Blut? Ich stoße mit dem Ellenbogen die Tür auf. Du kannst den Prios-Geweihten dort erkennen. Schwierig, weil es sehr dunkel ist. Die Kerze wurde wohl ausgemacht. Steht aber wohl immer noch auf dem Tisch. Also wurde nicht ausgeschlagen oder so, sondern ausgedrückt. Und er liegt auf dem Bett mit durchgeschnittener Kehle und in seinem Bauch kannst du ein Glasdolch finden. Scheiße. Hey Montes, lauf ans Schiff, bring mir 4 Dukatengardisten herbei. Pronto. Hi.